Herzlich willkommen, ich bin die Uschi von Stempeln macht glücklich und ich möchte heute zusammen mit euch eine Box bauen für 4 von diesen Grußkärtchen mit den Umschlägen. Und das Ganze besteht aus einem Bogen 12 Zoll Designpapier. So, wir haben hier 4 Umschläge und 4 einzelne Kärtchen. Und diese Box, und das bauen wir jetzt aus einem 12 Zoll Bogen. So, und zwar müssen wir da ein bisschen schneiden. Und zwar, wir brauchen fast den ganzen 12 Zoll Bogen bis auf diesen kleinen Streifen. Wir brauchen ein Teil für diese Box mit den Maßen 7 1/8 × 12 Zoll. Dann für die Banderole brauchen wir einen Streifen 1 Zoll mal 12 Zoll. Und für diese Aufleger auf die Karten brauchen wir einmal 2 Zoll mal 3,5 Zoll, das ist das obere Teil hier. Dann 3 Zoll mal 3,5 Zoll, das ist das untere Teil. Für diese Karte haben wir hier 2 Teile 1 Zoll mal 3,5 Zoll. Für diese Karte brauchen wir 3/4 Zoll mal 5 Zoll. Und für diese Karte brauchen wir 1/3 Zoll mal 5 Zoll. Und dieses kleine Stückchen bleibt übrig als Rest für eine Deko. Hier habe ich zum Beispiel diese Blume gestempelt und ausgestanzt. Und wie gesagt, der Streifen ist das Einzige, was von diesem 12 Zoll Bogen übrig bleibt. So, dann starten wir mal. Ich habe mich jetzt hier für ein Papier aus der Serie Pfingstrosenpoesie entschieden. Dann brauchen wir die Schneidemaschine. Ein bisschen Platz schaffen hier. So, also dann schneiden wir bei 7 1/8. Passt auf, wenn ihr ein Muster habt. Das ist bei dem Papier dann nicht so gut geeignet, wenn ihr eins mit Muster habt. Also hier rüber geht's, weil das läuft so rüber und so, das passt. Aber wir haben auch Querstücke und da sollte es ein Muster sein, wo es jetzt nicht unbedingt auf die Laufrichtung drauf ankommt. Also wir brauchen hier 7 1/8 Inch. In Zentimeter umrechnen ist ein bisschen kompliziert, deswegen die Inch, das ist 7 1/8 hier bei dem zweiten Strich. Da schneiden wir einmal. Dann brauchen wir einen Streifen in 1 Zoll. So, dann brauchen wir hier an der Breite brauchen wir 3,5 Zoll für alle runter. Schneiden wir uns jetzt hier einmal dieses Stück mit 3,5 Zoll ab. So, und diesen kleinen Streifen, der bleibt übrig, den brauchen wir nicht. Aus dem 3,5 Zoll Breiten, ich lege es jetzt nochmal hierher, brauchen wir ein Stück mit 2 Zoll. Ein Stück mit 3 Zoll. So, dann brauchen wir hier einen Streifen oder beziehungsweise 2 Streifen, die sind 1 Zoll breit. Dann schneide ich das Ganze jetzt auf 1 Zoll. Und von diesem 1 Zoll brauchen wir 2 Stück à 3,5 Zoll. So, dann haben wir auch die 2. Und dann brauchen wir von diesem Stück hier noch einen Streifen mit 3/4 Zoll auf 5 Zoll und einen Streifen mit 1,5 auf 5 Zoll. Deswegen kürze ich mir das hier auf 5 Zoll. So, jetzt haben wir, das ist unser Reststück, das wir für die Deko noch gebrauchen könnten. Legen wir mal auf die Seite. Und dann brauche ich jetzt von diesem 5 Zoll Stück hier einmal 3/4 Zoll und einmal 1/3 Zoll. Ich lege es jetzt auf der... Also ich lege es jetzt hier an, weil hier habe ich mehr Auflagefläche.
Also ein Stück mit 3/4 Zoll. Das wäre 1/2 Zoll und das ist 3/4 Zoll. Und dann habe ich noch ein Stück übrig mit 1/3 Zoll. So, dann brauchen wir das Schneidebrett nicht mehr. Wenn ich mir jetzt mein Schnittmuster in Anführungsstrichen hernehme und lege das auf. Also hier habe ich 7 1/8 mal 12 Inch. Hier habe ich den Streifen 1 mal 12 Inch. Hier habe ich die Streifen 1 3/4 mal 5 Inch. Hier 3/4 mal 5 Inch. Hier habe ich die 2 1 mal 3,5 Inch. Und hier habe ich den Streifen 3 mal 3,5. Und hier habe ich 2 mal 3,5. So, dann legen wir jetzt die kleinen Schnippel mal alle auf die Seite. Die brauchen wir jetzt momentan noch nicht. Und wir nehmen uns das 7 1/8 mal 12 Inch. Und das müssen wir falten bei 1/2 Zoll, 1 Zoll. Dann drehen wir es um von der Seite 1/2 Zoll, 1 Zoll. Und hier bei 3,5 Zoll, bei 4 Zoll, bei 7 3/4 und bei 8 1/4 Zoll. Das machen wir jetzt mal. Jetzt kann man nicht. So, also ich muss es hier auf der Seite bei 1/2 Zoll und bei 1 Zoll und hier 1/2 Zoll und 1 Zoll. So, und ich lege es wieder auf der Seite an. Hier habe ich mehr Auflagefläche. Bei 1/2 Zoll und bei 1 Zoll. Drehe das Ganze um. Mache hier auch auf der Seite bei 1/2 Zoll. Und bei 1 Zoll. Dann mache ich bei 3,5 Zoll und bei 4 Zoll. Bei 3,5 Zoll. Bei 4 Zoll. Bei 7 3/4 Zoll. Und 8 1/2 Zoll. So, jetzt suche ich mir eine Seite aus, oben oder unten. Also ich habe keine bestimmte Papierlaufrichtung, da ist es egal. Wenn das die Oberseite ist, dann von der ersten Falz bis unten gehören diese beiden Streifen rausgeschnitten. Ich zeige es euch nochmal hier. Von der ersten Falz bis unten diese beiden Streifen rausschneiden und diese beiden Streifen rausschneiden. Ihr könnt das entweder mit der Schere machen oder mit dem Schneidebrett. Ich lege es jetzt hier nochmal bei 1 Zoll an. Positioniere mir die Schneideklinge auf der ersten Querfalz. Und schneide es ab. Das gleiche mache ich auf der drüberen Seite. Positioniere es mir bei 1 Zoll. Gehe von unten bei der untersten Falzlinie nach oben und ich schneide das jetzt lieber mit der Schere raus. Da treffe ich besser bei dem kleinen Stückchen. So. Jetzt müssen wir hier oben noch eine kleine Eingriffmulde reinstanzen. Nehmen wir uns eine Kreisstanze. Ich nehme jetzt da mal die 1 3/4 Zoll. Messe mir hier die Mitte raus. Ich falte es mir vorher, dann sehe ich es besser. Bei dem Papier sieht man es arg schlecht. So, ich habe da ungefähr 6,5 cm.
Und das mache ich so nach Augenmaß, dass ich ungefähr in der Mitte bin. So, dann falze ich die anderen. Falzlinien noch nach. So, und dann wird es quasi hier so dran geklebt, links und rechts. So, und das mache ich mit doppelseitigem Klebeband. Nicht so ganz willig. Ich schaue erst, dass es hier unten schön anliegt. So. Das war mal nix. So, dann gehe ich mit dem Falzbein noch rein. Ihr könnt es aber auch mit dem Flüssigkleber machen. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, dass ihr ein bisschen hin und her rumgehen könnt. Und ich finde es ein bisschen schöner, wenn die Ecken abgerundet sind. Nehmen wir den Eckenabrunder. So, dann haben wir unseren also die Hülle, die Box schon fertig. Und dann nehmen wir uns hier 4 Kärtchen. Und 4 Umschläge. Falzen wir uns die Karten. So, dann haben wir hier können wir jetzt entweder, oh, das ist ein wenig kaputt. Nehmen wir eine andere. So, also entweder ihr nehmt die Vorderseite von eurem Designerpapier oder ihr nehmt die Rückseite. Ich möchte jetzt die Vorderseite, streiche mir das mit Tombow an. So, haben wir die erste Karte. Da
der zweiten Karte, nämlich den, die haben alle einen leichten Bäcker. Bei der zweiten Karte möchte ich hier unten meinen Spruch hinstempeln. Dann nehme ich den Streifen etwas weiter oben. Dritte Karte mache ich hochkant. Zwar nehme ich da jetzt die beiden Streifen mit 1 x 3,5 Zoll. Und zwar, da möchte ich den Spruch in die Mitte reinstempeln. Ich mache es jetzt nicht ganz in der Mitte, sondern etwas versetzt. Ich finde es optisch etwas schöner, wie wenn hier oben und unten der gleiche Abstand wäre, aber das ist reine Geschmackssache, das könnt ihr machen, wie es euch am besten gefällt. So, und die vierte Karte ist auch hochkant. Und zwar haben wir hier einmal unten das Stück mit 3 x 3,5 Zoll. Wenn ihr vom Papierschneider seht, dass die Kante nicht so ganz schön ist, dann geht einfach ein bisschen mit dem Falzbein drüber und schon legt sich diese Schneidekante wieder. So, und hier mache ich oben das helle und drehe das untere um. Und in der Mitte mache ich dann noch einen weißen Aufleger drauf mit dem gestempelten Spruch. Da nehme ich mir jetzt einfach ein weißes Reststück und mache das dann später da drauf. So, dann können wir auch schon ans Dekorieren gehen. Und zwar habe ich jetzt mir Sprüche, also hier habe ich zum Beispiel von Herzen vielen Dank, alles Liebe zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Dann nehmt ihr einfach dieses Stempelset, die ihr habt. Ich habe jetzt hier dieses von Herzen, von den zauberhaften Grüßen. Das ist eins meiner Lieblingssets. So, das stempel ich jetzt in Granit. Mittig. So, und hier habe ich eine Breite von 3,5 Zoll. Schneide ich mir erstmal das schön unschöne Ende ab und dann kürze ich es auf 3,5 Zoll.
Ist jetzt nicht ganz mittig, aber da kann ich nachher noch ein Bling-Bling hinmachen. So, dann hätten wir die erste Karte fertig. Und da sehe ich, habe ich etwas mit Kleber gekleckert. Hier stempel ich mir rein. Alles Liebe zum Geburtstag. Das ist nämlich aus der Serie Tropische Träume. Halt, das ist der falsche. Und da sehe ich gerade, muss ich ein bisschen kürzen. So, jetzt hoffe ich, werde ich gerade. Ja, hätte ein bisschen weiter runter können. Aber da ich nicht von oben drauf gucken kann, sonst habt ihr meinen Kopf in der Kamera. So, hier hätte ich einfach gerne hier unten vielen Dank. Dann nehme ich auch das aus der Serie Tropische Träume. So, und bei der letzten Karte möchte ich einfach obendrauf einen herzlichen Glückwunsch. Da habe ich aus einem früheren Celebration Set liebe Gedanken, habe ich diesen Stempel noch. Sonst sehe ich das nicht so richtig. So, und dann möchte ich gerne noch die Kuverte etwas verzieren. Dann nehme ich mir passend zu dem Papier den kleinen Stempel Pfingstrosenpracht. Nee, oder wir nehmen den größeren. Und mache den hier unten ans Eck ran. So sind ganz flugs die Kuverte auch noch etwas verziert. So, dann nehme ich meine vier Karten und die dazugehörigen Kuverte. Nimm meine Box. Pack die ein.
nimm mir den Streifen 1 Zoll mal 12 Zoll. Auch hier mache ich die Schneidekante ein bisschen platt. So, und hier habe ich etwas unsauber geklebt. Wickeln wir den so rum. Schau, dass ich hier drüben einigermaßen gerade drauf komme. Klebe mir hier doppelseitiges Klebeband drauf. Und macht es nicht zu stramm rüber, sonst kriegt das nicht richtig runter. So. Und dann habe ich mit dem mit diesem Stempel hier, ne, Entschuldigung, mit dem großen Stempel aus dem Pfingstrosenset, mit diesem Stempel hier, habe ich schon das Etikett vorgestempelt und mit dem entzückendes Etikett ausgestanzt. Und das klebe ich jetzt quasi als Verschluss hier drauf. Und schon haben wir unsere One Sheet Wonder Box für die Grußkärtchen und die passenden Umschläge fertig. Ich finde, das ist eine ganz nette Geschenkidee. Da kann man einfach mal so jemand Karten mitbringen und es geht wirklich flux. Und man wird sein Designerpapier kann man gut aufbrauchen, weil es gibt ja bald wieder Nachschub mit dem neuen Katalog. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss!